Hey! Psst! Wahrscheinlich eins der wichtigsten und berühmtesten Gitarrenriffs der Welt lässt sich auch auf der Uke spielen. Obacht! Das ist total einfach und ich zeige euch, wie es geht. Für die Originaltonart fängt das ganze Ding auf einem H an. Was übrigens nicht heißt, dass wir in H-Dur sind oder in H-Moll, sondern tatsächlich spielt der Bass ein E drunter. Stones halt. Wir spielen zweimal das H, vierter Bund G-Seite. Und versucht diesen Ton kurz zu spielen, indem ihr den Finger direkt nach dem Anschlag wieder löst. Dann spielen wir das H nochmal, direkt gefolgt von einem Cis, das ist der sechste Bund, und einem D, das ist der siebte Bund. Und das könnt ihr ruhig mit drei Fingern machen. Achtet darauf, dass eure Finger scheiße liegen. Das meine ich jetzt tatsächlich mal ernst. Wenn die Finger ganz flach über die restlichen Seiten drüber gehen, dann können die nicht mitwubbern. Und das wollen wir ja gerne haben, verzerrt, damit nicht so ein Schlamm entsteht. Ganz langsam. Denkt dran, alle runter. Jetzt geht's wieder zurück. Keine Ahnung, wie das Original gespielt wird. Ich mach's folgendermaßen. Zweimal nochmal das D. Und um auf das Cis zurückzukommen, zieht ihr den kleinen Finger von der Seite. Kein zusätzlicher Anschlag. Auf einer akustischen Ukulele die Hölle, mit Verzerrung auf einer Stahlseite überhaupt kein Problem. Und genau dasselbe nochmal runter aufs H zurück. Und dann geht die ganze Kiste von vorne los. Mit Verzerrung. 2, 3, 4. War's auch schon. Ganz tolles Riff, um diese Pull-Offs zu üben. Zumindest so, wie ich es euch gezeigt habe. Ja, wenn ihr mehr so Videos haben wollt, Rockriffs auf der Uke, schreibt mir es runter in die Kommentare und auf jeden Fall schickt den Kanal abonnieren, das Video liken und ein Winke-Winke in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne, tschö, bis bald.